Also demonstriere in meinem Blog selber gibt es eigentlich schon seit 5 Jahren, wobei ich eigentlich erst seit etwa 4 Jahren aktiv dann auch selber schreibe, Beiträge veröffentliche. Zu den Leaks bzw. Veröffentlichungen der Dokumente von Edward Snowden letztes Jahr im Juni bin ich einem Aufruf gefolgt für bundesweite Demos, habe die ebenfalls auch auf meinem Blog veröffentlicht. Und ja, es hat einen großen Andrang gegeben an Interessenten, aber auch an aktiven Menschen, die gerne auch was bewirken möchten. Und da haben wir uns entschlossen, dann im Namen von Stop Watching Us bundesweit auch aktiv zu werden und auf die Straße zu gehen, Aktionen sowie Demos zu machen. Am 28. war ja Europäischer Tag für Datenschutz. Ist das so ungefähr das Gleiche oder ist das was anderes? Und wer steckt denn hinter diesem Tag? Wer hat den initiiert? Ja, also der Europäische Datenschutztag ist einmal natürlich jetzt in der Woche gewesen. Es gab teilweise auch kleinere Aktionen. Zum Beispiel haben wir auch hier in Köln Stop Watching Us einen Lichterzug gemacht mit etwa 10, 15 Leuten, ein bisschen die Stadt erhellt. Auch da versucht mit Informationsflyern, Informationsmaterial den Kölnerinnen und Kölner natürlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen, zu diesem Thema auch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Der Tag am Samstag, der International Day of Privacy, kommt eigentlich aus den Reihen von Anonymous. Die suchen sich einen Tag aus, rufen diesen weltweit aus und dann wird halt der Versuch gestartet, auch auf internationaler Ebene Demonstrationen zu machen. Und gerade halt Deutschland ist da sehr aktiv und gibt halt viele Städte, die einmal von mir angekündigt werden, gibt aber auch viele weitere Städte, die oft eine kleine, spontane Aktion machen. Weißt du schon, wie viele Städte sich angemeldet haben? Aktuell sind wir 11 angekündigte Städte. Bei München habe ich jetzt bei mir auf der Seite eine Klammer gesetzt, weil die machen selber keine direkte Demo für den International Day of Privacy. Dort findet an dem Tag aber eine Demonstration gegen die Sicherheitskonferenz statt. Und ich weiß aber auch, dass noch weitere Städte was machen wollten. Es sind teilweise Veranstaltungen von der Piratenpartei. Die habe ich jetzt nicht direkt angekündigt, weil es oft dann Infostände sind. Und es gibt, wie gesagt, oft auch kleine Aktionen, wo die Leute gar nicht wollen, das Feuer anzukündigen, sondern eher so ein bisschen diesen Überraschungseffekt auszunutzen. Genau, also die Aktionen sind sehr unterschiedlich, die dann eben gestartet werden. Das Snowden-Interview am Ende vergangener Woche hat eben ein Ausmaß der globalen Überwachung durch die Geheimdienste eben offensichtlich gemacht. Und wenn ich jetzt mal so schaue, nehmen wir eben zahlreiche Einschnitte in Sachen Datenschutz hin oder was jetzt auch unsere Privatsphäre angeht. Also da wird wenig protestiert oder da gibt es eben auch keinen großen Aufschrei. Und da frage ich dich jetzt mal nach deiner Meinung, warum bewegen diese Themen Datenschutz und Schutz der Privatsphäre denn so wenig Menschen? Warum gibt es so wenig Proteste deswegen? Wir haben es ja auch durch die ganze Technik, auch durch die Möglichkeiten, die uns im Internet geboten werden, ja auch viele Dienste werden benutzt und viele Menschen setzen auf diese Dienste und geben dort ja auch schon einen Großteil ihrer Persönlichkeit letztendlich frei. Manche hoffen sich selbst dann noch so ein bisschen in diesen Einstellungswirrwarr sich zu schützen, aber auch das geben die Menschen irgendwann auf und nehmen das dann so hin. Und dann ist es für viele auch so schwierig, wenn jetzt von außen, also ich sage jetzt mal außerhalb zum Beispiel sozialen Netzwerke wie über Geheimdienste oder auch teilweise Hacker oder andere Berichterstattungen herauskommt, dass Daten abgegriffen werden, dass diese Menschen dann oft so entweder machtlos sind und andererseits eh schon diesen anderen Netzwerken so hingegeben haben, dass sie sagen, die Daten habe ich doch eh schon freigegeben, dann soll der andere sich die auch noch anschauen. Man stumpft so ab. Das ist so ein großes Problem. Gibt es denn in deiner Hinsicht nach noch andere Hemmnisse, sich damit intensiver auseinanderzusetzen? Liegt es jetzt daran, dass das vielleicht so durch die Technik so ein bisschen in weite Ferne gerückt ist? Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache. Deswegen haben wir uns zum Beispiel jetzt auch für den Bereich Köln, aber ich weiß auch bei vielen anderen Städten, auch dazu entschieden, natürlich Demos auch zu machen. Aber viel wichtiger auch Aktionen beziehungsweise vielleicht auch Seminare. Wir haben jetzt zum Beispiel in Köln am 4. Februar eine Podiumsdiskussion zu dem Thema, um wirklich auch mit Menschen zu reden. Wir veranstalten Krypto-Partys. Da geht es dann wirklich darum, mit Menschen dann auch aktiv und vor Ort E-Mails zu verschlüsseln, die Systeme einzurichten, das Ganze auch mal zu erklären, dass man auch Sachen mal anfassen kann und wirklich auch mit Menschen in Dialog zu gehen. Weil eben die Leute können das nicht anfassen und brauchen Beispiele, Fallbeispiele.
Du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, dass die Menschen da sehr offen sind, was ihre Privatsphäre angeht. Oder wenn ich jetzt so an die sozialen Netzwerke denke, diese erfreuen sich ja auch wachsender Beliebtheit. Manche User geben da eben sehr viel über sich preis. Und es gibt auch welche, die unbedingt möchten, dass das an die Öffentlichkeit gelangt oder dass die Öffentlichkeit daran teilnimmt. Was hältst du denn von einem Post-Privacy-Ansatz? Ich weiß jetzt nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Das ist ein Leben quasi ohne Privatsphäre. Also dass man sowieso vielleicht alles veröffentlicht, was man macht, also der Schutz quasi zurückgefahren wird, weil das ja sowieso jeder quasi einsehen kann, theoretisch. Ich sag mal, es kann natürlich Vor- und Nachteile haben. Vorteil mag es vielleicht sein, wenn man alles klipp und klar veröffentlicht, dass natürlich zum Beispiel auch Geheimdienste, die ja sonst versuchen, gezielt Informationen abzugreifen, das können Informationen über Krankheiten sein, das können Informationen natürlich auch über sehr peinliche Momente sein. Ist ja auch rausgekommen, dass selbst geprüft wird oder geschaut wird, was für Pornos konsumiert werden, um Menschen natürlich letztendlich bloßzustellen. Wenn ich letztendlich vorgreife und alles öffentlich zugänglich mache, kann ich natürlich da so ein bisschen gegenwirken. Ich persönlich sehe es aber ein bisschen kritisch. Ich bin auch in den sozialen Netzwerken vertreten, habe zwar jetzt auch meinen Namen da stehen, ist auch ein Bild von mir da, weil ich möchte persönlich auch irgendwo als Mensch dastehen und greifbar sein für so eine Demo-Bewegung und mich da nicht verstecken. Aber ich habe jetzt auch ganz bewusst Privatinformationen rausgelassen. Also sind keine Fotos jetzt drin von irgendwelchen Urlaubsreisen oder anderen Freunden, Partyaktivitäten. Weil das, finde ich persönlich, will ich wirklich nur mit meinen Freunden, meinem engen Kreis teilen und nicht mit der ganzen Welt. Also ich bin da ganz froh, wenn ich dann doch ein paar Sachen für mich behalten darf. Diese Woche hat der Bundesinnenminister Thomas de Maizière den Datenschutzabkommen der Europäischen Union einen Korb gegeben und er hat ihm vorgeschlagen, die staatliche Datenverarbeitung aus diesem Brüsseler Änderungspaket, was jetzt gerade anliegt, eben auszuklammern und eben nur die Wirtschaft vor Spionage zu schützen oder vor Datenklau und begründet das eben, dass dann damit dieses Reformpaket schneller vorankommen würde. Außerdem sei der Datenschutz für Bürger und Bürgerinnen ja vom Bundesverfassungsgericht geschützt. Was steckt denn hinter diesem Rückzug aus der europäischen Datenschutzreform deiner Ansicht nach? Leider sehr große wirtschaftliche Interessen. Mhm. Wie es letztendlich auch von dem ja schon gesagt worden ist und auch vorher auch schon sehr viel berichtet worden ist. Es steckt natürlich auch gerade im Europäischen Parlament und auch in den Kommissionen, beziehungsweise in den Kommissionen, sehr viel Lobbyarbeit bei. Das heißt, da sind Firmen involviert, die oft auch ja, entscheidende Möglichkeiten haben, Gesetzestexte auch zu entscheiden bzw. vorzuschlagen. Und Datenschutz ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Das heißt, wir Menschen und wir Bürger, wir Internetnutzer sollten auch wirklich verstärkt darauf achten und auch dafür auch auf die Straße gehen und unseren Unmut kundtun oder unsere Abgeordneten anrufen und wirklich auf unsere Privatsphäre und unseren Datenschutz pochen. Weil natürlich möchte die Firma keine Einschränkungen mehr drin haben, weil je mehr Preis gegeben werden kann, umso mehr Geld kann mit verdient werden. Facebook und Google lebt zum Beispiel nur davon oder größtenteils davon, unsere Daten zu verkaufen, unsere Daten abzugleichen und gezielt auch Werbung zu schalten. Und ohne solche Systeme könnten sich diese Firmen natürlich nicht refinanzieren. Aber es soll auch nicht dazu kommen, dass diese Daten immer weiter freigegeben werden können. Dann sollten wir gerade hier auch stolz sein, auch hier auf Deutschland und vor allem auch auf die Europäische Union, dass dann doch bisher der Datenschutz sicherer war als zum Beispiel bei Firmen, die in Amerika sitzen oder auch teilweise die Abkommen, die in Irland vorliegen. Dessen sitzt zum Beispiel Facebook EU dann auch in Irland, weil da die Datenschutzregeln nicht so streng sind. Und da sollten wir wirklich darauf achten, dass wir in der Europäischen Union ein strengeres Datenschutzgesetz bekommen. Und auch da müssen wir auf jeden Fall was wir tun und Aufmerksamkeit erregen, dass dann nicht wirklich die Wirtschaftsinteressen gegen unsere Interessen dann überwiegen. Und das können wir ja mit dem International Day for Privacy denn jetzt am Samstag machen. Da können wir auf die Straße gehen und können ein Zeichen setzen mit ganz vielen unterschiedlichen Aktionen. Was wird denn in Köln gestartet? Also in Köln treffen wir uns diesmal auf dem Roncalliplatz. Wir haben ja einen großen Dom und eine größere Domplatte und hoffen, dass da ein paar hundert Menschen natürlich auch wieder dabei sind. Wir werden diesmal nicht so viele Redebeiträge haben wie dem Letzt. Das liegt natürlich auch so ein bisschen an der Jahreszeit. Ich glaube, da ist man froh, wenn man ein bisschen mehr laufen kann, als man steht. Aber auch einen großen Fokus darauf, in Dialog zu treten. Das heißt, viele, das ist ja auch oft dann so ein Ding, wenn man eine Demo aufruft, schreckt man schon zurück. Oh, Demo, das ist Krach, das ist laut.
Natürlich wird auch mal eine Parole gerufen. Das heißt, wir rufen auch raus, zum Beispiel Freiheit statt Angst. Möchten auch mit solchen Slogans natürlich auch für Aufmerksamkeit erregen und dass die Menschen sich umdrehen und zuhören. Aber diesmal auch sehr stark mit den Menschen halt in Dialog zu treten. Das heißt, auch Hinweise zu geben. Das heißt, wir werden auf das Problem ein bisschen mehr eingehen als bisher, auch gerade wenn wir auf der Straße sind. Wir werden Beispiele machen. Interessant ist dann zum Beispiel, wenn man im Café vorbeigeht, Mensch sitzt da mit dem Handy, dann wirklich mal auf ihn gezielt hinzugehen und einfach mal zu fragen, ob man das Handy haben darf. Und die meisten natürlich sagen nein. Und dann vielleicht auch nochmal hingehen und zu sagen, haben Sie denn was zu verbergen? Und dann gucken die Leute schon sehr irritiert. Und dann auch mit den Menschen zu reden, zu sagen, wie diese Daten zum Beispiel abgegriffen werden können. Dass er ja auch nicht möchte, dass die Demo-Mitstreiter das mitbekommen oder wie andere Menschen im Umfeld mitbekommen können, was in der SMS steht, aber Geheimdienste zum Beispiel diese Möglichkeiten haben. Also viel mit so Fallbeispielen auch zu arbeiten, um das dann auch wieder greifbar zu machen. Und das versuchen wir vor allem auch am Samstag auszuführen. Wenn jetzt jemand das Interview hört und meint, er möchte jetzt auch Aktionen in seiner Stadt starten, was hast du denn für Tipps? Wie kann man das denn schnell und unkompliziert möglich machen? Ein Beispiel hast du ja irgendwie genannt. Hast du vielleicht noch ein anderes Beispiel? Also generell ist es ja, und das ist ja das Gute, auch im Grundgesetz, wir haben eine Demonstrationsfreiheit. Das heißt, da muss sich erstmal generell keine Angst machen, dass man nicht auch eine spontane Demonstration kurzfristig ankündigt. Einmal habe ich ein paar Tipps und Hinweise, zum Beispiel bei mir auf dem Blog, so einmal demonstrare.de, wo auch ein paar Hinweise gegeben sind, wie das Ganze angemeldet werden kann. Und vor allem wegen der Stop-Watching-Us-Bewegung, da möchte ich gerne auch nochmal aufrufen, stopwatchingus.info ist unsere bundesweite Webseite. Die wird sich auch nochmal die Tage ein bisschen und auch Wochen erweitern, ist so ein bisschen einfach gehalten, aber hier seht ihr schon mal die ersten aktiven Städte, das heißt die Städte, die noch nicht aufgelistet sind. Meldet euch bei uns, schreibt uns eine E-Mail an info@stopwatchingus.info und sagt, ja, ich möchte zum Beispiel, dass Dortmund auch Stop Watching Us beitreten kann. Wir haben hier eh schon irgendwie eine aktive Orga-Gruppe und möchten auch Demos machen. Meldet euch bei uns, macht mit, denn ich denke auch im Sommer sollten wir vielleicht mal gucken, bundesweit große Demos. Dann gibt es natürlich auch wieder die Freiheit statt Angst. Ich habe schon gehört, dass da sich auch noch was tut. Vielleicht mit Hamburg lasse ich mal durchsickern und auch mit Köln. Aber auch nochmal bundesweit was zu machen. Und dafür brauchen wir wieder viele Städte. Weil letztes Jahr waren wir über 40 und da möchte ich auch gerne wieder zurück.